alles geräumt. Einfach hör auf, da Krach zu machen, hör auf zu sägen, warte, bis ich mein Video fertig bin, dann schmeiß ich den Buch an den Kopf, du Hund, du. Sieht man doch nichts mehr. Doch. Sieht man doch nichts mehr. Alles. Dominik ist auch ganz stolz und er will euch auch zeigen, was er gemacht hat. Ich habe mir mal einen schönen neuen Laptopwagen gebaut. I'm sexy and I know it. Was tun da? Rundfilm. Groß, was machst denn du da wieder mit mir? Der hat dich lieb. Er wollte dir ein Küsschen geben von hinten. Wolltest du mir so eine Schmalzlocke lecken? Da gibt's doch diese. Das war aber keine Kuh. Ja, ich halte ja mein Maul schon, redet ihr. Aber redet anständige Sachen. Ja, ich die ganze Scheiße da wieder rausschneiden muss, ihr Affen. Good morning, America, how are you? Nimmt das schon auf? Ich weiß, hab schon drauf gedrückt. Warum leuchtet mich die Lampe hier so an? So. Was sage ich denn jetzt? Halt doch die Fresse, wir sind am Video machen. Uns einen schönen Kopf, trink erstmal einen Schluck Kaffee. Und schön. Ich, ne? Hat er mir solche Kaffee gemacht, die Drecksau? Fahr mal hier auf die Tankstelle drauf. Dann machen wir mal fast die Motor auf und gucken, was hier so steckt. Alter, das ist dein Ernst. Wer hat die angezogen? Du! Wie ich, du hast die bloß gemacht. Flenders? Ich dachte, du hast aufgeräumt. Hier. Weil du ja nicht mehr drauf willst. So, meine Lieben, ich zeige euch jetzt mal meine verkommenen Nachbarn, die denken, dass man durch hochpotente Autos irgendwie einen kleinen Penis und wenig Geist ausblenden kann. So, ich habe hier gleich den ersten Spackomaten, der heute Morgen ganz miese Laune hatte. Hier der Grinser daneben, der wurde heute schon wieder erste Opfer eines Angriffes, kann man das sagen? War das ein Angriff? Ich meine, sowas muss alles mal erzählt werden, wie es hier also in dieser Familie auch aussieht. Also das ist nämlich gar nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt frage ich dich erstmal, Namen, ich habe deinen, ist ja auch egal. Was sagst du denn dazu, dass das so ist, wie es ist? Und warum muss man versuchen, sich durch PS-trächtige Autos zu profilieren, die einfach nur absolut scheiße hier diese Einfahrt zerstören? Ich möchte mal, dass auch da hinten, also ich möchte auch, dass diese Einfahrtslöcher, dieses brutale Herr Grenzen, darf Sie, an dem Asphalt. Herr Grenzen, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Das ist genau das Gleiche, was Sie uns gerade sagen, das haben wir auch schon. Hast du eine Klorolle in der Hand? Nein, das ist keine Klorolle, das ist meine Kaffeetasse, Mann. So. Wollte ich auch, deswegen wollen wir jetzt YouTube zeigen, dass wir auch kleine Autos haben. Ein 60 PS Skoda Fabia. Du Hirschgeweih, wo hast du das denn her? Hast du vielleicht bei einem Auto? Was soll ich dir denn so wo es heute hingeht? Ich sage nämlich gleich auf Wiedersehen, schnöde Welt. Dann fährst du ihn auf dein Gothic-Treffen mit deinem schwarzen. Warum hast du nur auf einer Seite schwarz dran geklebt? Weil die andere Seite an der Hecke steht. Die andere Seite an der Hecke. Ja, warum soll man. Du bist ja auch nur von außen angezogen, oder? Boah, der läuft so rum, als wenn er da hingehörte. Oh, aber du hast schon schön aufgeräumt hier. Was sage ich mit dem Corsa hier? Sollte da nicht mal TÜV drauf? Scheiße. Suse wird aber rausgeschmissen. Weil er gefurzt hat. Genau. Also wir haben schon einen Tag später, deswegen haben wir auch guten Morgen gesagt. Und da es gestern mit dem Mustang nicht geklappt hat und alles jetzt, scheiße war, fahren wir jetzt ein Boot kaufen. Ein Boot kaufen mit 260 PS. Und wir wollen mal gucken, ob das auf der Weser auch geht. Ja, ich denke, wird gehen, ne? Autos, Motorräder, Flugzeug, Boot. Wir haben es versprochen. Ja. Und jetzt halten wir uns auch daran. Und wir nehmen euch natürlich mit. Mir wie gesagt, du auch mal guten Morgen. Hab ich ja schon. Ach so. Ja, aber gesehen hatte ich keiner. Ja, ist auch besser. Ich wollte eigentlich guten Morgen sagen und dann was erzählen, aber. Auch anbinden muss ich mich.
Was wolltest du erzählen? Erzähl. Ich wollte eigentlich guten Morgen sagen und dann was erzählen. Ja, aber erzähl doch mal. Der Chef blabbert ja gleich wieder. Oh, entschuldige, wieder los wie so ein Wasserfall. Dann erzähl. Ich wollte ja die Geschichte dazu erzählen. Dann erzähl sie noch. Das hast du doch jetzt schon. Willst du doch bitte erzählen? Willst du ein bisschen mehr holen? Ja. Soll ich dir ein Taschentuch reichen? Bist du nicht einziger Kosovo-Albaner? Das Schlimmste. Und das Einzige, was ein Kind deutsch ist, dass du deine Frau nicht mehr schlägst und mit deinem Nachbarn Bier trinkst. Ja. Normalet hat Schafe entdeckt. Ich kann die ja gar nicht, ich kann die nicht füttern. Nee, du darfst die auch nicht füttern. So, wollen wir weiter? Nein. Oh, ihr habt ja gar nichts zu trinken, Schatz. Die haben Durst. Guck mal. Oh, das ist ja furchtbar. Was willst du denn jetzt machen? Nein, wir haben nichts zu trinken im Auto. Was willst du denen geben? Mountain Dew? Oder einen Starbucks-Kaffee? Joghurt. Du, jetzt gibt sie den scharfen Joghurt. Aktivia. Ja, aber wie gesagt, wir hätten den auch einen Starbucks-Kaffee bringen können. Ne? So morgens. Sag mal, hast du eine Macke? Du kannst sie doch nicht mit Joghurt füttern. Alter, wir sind mitten in der Sierra Nevada auf 7000 Fuß und sie füttert das Schaf mit Actimel-Joghurt. Boah, hat die ein Rad ab, ey. So, ich geh ins Auto. Das gar nicht. Natürlich wollen die das nicht. Die wollen scheiß Gras fressen. Die wollen nicht deinen komischen Motel-Joghurt. Der ist aber mit Pfirsich. Ja, ach, der ist mit Pfirsich, natürlich. Schafe, warum esst ihr denn den Joghurt nicht? Der ist doch mit Pfirsich. Leck mich am Arsch. Was hast du da jetzt vor? Zwei Sekunden. Soll ich dir mal am Ohr lecken? Vor der Kamera? Komm her. Nee, ja. Plan ist heute mit meinem Meffi, wo ist er denn? Ah, da. Mein Meffi, wir nehmen jetzt den Uhrarzt in Betrieb. Der Uhrarzt ist dann fertig, der kann dann raus. Der Kunde kann den abholen. Da müssen wir den Dodge Charger noch schnell fertig machen. In Betrieb nehmen, einstellen, TÜV. Und dann werden wir einen Roadmovie machen und wir werden den Dodge Charger auf dem Anhänger laden. Hinter unserem Pickup, hinter unserem K2500. Dodge Ram 2500, 5,9er Cummins, genau. Diesel. Machen und dann fahren wir den wegbringen. Ich habe die Adresse noch nicht. So bei Bielefeld oder so. Ne? Nehmen wir die Mädels mit hier, Suse mit Meffi. Ute hat zu tun. Die wird dann wahrscheinlich nicht mitkommen, ist klar. Wir, 6 Mann kriegen wir da rein. Und dann werden wir euch mit auf. Alter, hast du einen Pickel? Ja. Ja, und die guckst du dir in der Kamera an. Alter, da ist ein Badezimmer mit Spiegel. Jetzt hau ab mit deinem scheiß Audi-Auto vom Klassenfeind. Kapitalismus-Gurke, Karre. Wir sind heute anständige Kommunisten. Wir sind in der Turner Gartenlage. Ein Von einem Ford Mondeo in Jungfahrt. So. So, jetzt stehen wir hier. Jetzt geht das Getriebe nicht mehr, weil ich, Arschloch, den Baumstumpf nicht gesehen habe, der uns unten die Traverse. Höher Baumstumpf! Das war der Endtriebe! Also einmal komplett deformiert hier. Ach, das ist nicht schlimm. Das Getriebe ist ein bisschen verschoben. Ich hab Hunger. Wie soll man denn glücklich sein mit Hunger? Ach, meine Ohren. Und deswegen nimmt man für sowas auch gar keine Frauen mit, weil dann immer Kiki, Pipi, Kaka, Hunger. Richtig Schnauze. Ute, du musst uns mal eben helfen. Dreh Schrauben mal raus. Nee, wir drehen jetzt die Schraube raus und wenn wir die Schraube rausdrehen, kommt da gleich eine schwarze Stange raus. Und die musst du festhalten. Ja. Ich habe hier natürlich ganz viele neue, nette, liebe Leute kennengelernt und... Ja, dich meine ich nicht. Du warst am schwierigsten. Du warst am schwierigsten. Aber mittlerweile sind sie alle ganz nett und ganz lieb. Und mittlerweile habe ich sie auch alle ganz lieb. Guck mal, das Abdrücke vom Schlafen auf deiner Hand. Mann, das ist von meiner Kette. Ich habe das Video gerade fertig gestellt. Ja, ich habe fast eingepennt oben. Hier ist der Abdruck davon. Ja, ja, das tue ich ruhig weiter. Ja. Was ist das denn? Weil die Rampen verletzt sich mal.